Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die blaue Edition. Wir sind hier auf der Siegestraße. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es nach links oder nach rechts weitergeht. Ich gehe einfach mal nach rechts. Ah, da geht's weiter. Ach, da sind wir. Wie geht's Turtok? Ach, dem geht's noch gut. Die Siegestraße ist sehr schwer zu meistern. Keine Sorge, wir schaffen das schon. Ein Jongleur möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und setzt Pantimos ein. Level 48. Los, Turtok! Es macht Meditation, Angriff nimmt zu. Stärke! Fast. Macht der Delegator. Biss. Lichtschild. Nochmal Biss. Jungle wurde besiegt. Gut gemacht! Dankeschön! 1680 Pokédollar erhalten! Schon viele Trainer haben hier aufgegeben. Aber nicht wir! Ein Golbat! Da lasse ich Slimer nicht dagegen kämpfen. Moment mal! Vulpix wäre eigentlich dran. Okay, ich muss Slimer und Vulpix tauschen. Habe ich das in der letzten Aufnahme vergessen? Sieht so aus. Stärke. Fast. Biss. So, machen wir gleich. So, Vulpix soll ja auch Level 35 erreichen. Und jetzt wird hier nochmal Detektor benutzt. Nichts, na gut. TM 17 gefunden. Ein Onix. Das schafft Vulpix nicht. Turtok. Ein Volltreffer, aua. Machen wir Hydropumpe. Und weg. Super. So. Ich mache auch hier nochmal Detektor, ja. Toll. Noch ein Onix. Wieder Level 42. Dann machen wir das genauso wie vorhin. Nur hoffe ich, dass Onix keinen Schaden und Turtok macht. Oder zumindest keinen Volltreffer. Naja. Hydropumpe. Besiegt. Hier wollte ich Detektor nochmal benutzen. Vielleicht ist hier was. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir gegen den da schon gekämpft? Ich glaube ja. Gehen wir die Leiter da hoch. Ein Onix Level 39. Halt, 39? Dagegen lasse ich Vulpix kämpfen. Konfustrahl. Ja, sehr schön. Machen wir einen Routenschlag.
macht es Raserei. Glut. Verbrennen wir es. Schmelzen wir es. Volltreffer, ja! Mist. Angriff nimmt zu. Es sollte sich selbst verletzen. Das würde mir mehr gefallen. Es brennt! Ja, geil. Ist nicht mehr verwirrt. Dafür brennt es jetzt. Glut könnte es jetzt besiegen. Gut gemacht, Vulpix. Gehen wir die Leiter da hoch. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Detektor. In Zubat. Level 22. Machen wir einmal Routenschlag. Konfusstrahl. Ich wusste es und ich habe mich trotzdem dagegen entschieden. Mist. Ruckzuckieb. Gut gemacht, Vulpix. Noch ein Treffer. Komm schon, Vulpix. Mist. Jetzt aber wohl. Nein, Vulpix, nicht selbst verletzen. Ja, geschafft. Super. So, hier möchte ich auch nochmal Detektor benutzen. Ein Omod. Dagegen lasse ich Vulpix nicht kämpfen. Los, Totok. Biss. Na toll, jetzt ist Totok vergiftet. Müssen wir ein Gegengift benutzen. Erstmal Detektor. Nichts. Okay. Dann jetzt das Gegengift. Hier, drei Stück haben wir noch. Oh. Machen wir nochmal Detektor. Nein, Detektor. Okay, nichts. Kleinstein. Oh, verdammt, das kann Finale. Ich wette, das macht Finale. Ich lasse Turtok kämpfen, oder? Vulpix. Nein. Ich lasse Vulpix kämpfen. Und hoffe darauf, dass es kein Finale macht. Es macht Hertha. Sehr schön. Einmal noch. Es brennt. Geil. Ich gebe jetzt kein Risiko ein, dass es doch noch Finale macht und mach Glut nochmal statt Druck zu Keep. Gut gemacht, Vulpix. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Gegnern. Ja, das sind sie. Trainerin möchte kämpfen, besitzt drei Pokémon und setzt Parasect ein. Oh, 43 ist zu hoch für Vulpix. Los, Turtok! Na toll, jetzt ist es paralysiert. Egal, Biss! Fast, ein Volltreffer, okay. Ruf Parasect zurück, na von mir aus, Yugong! Biss. Yugong ist schneller als Turtok. Wieder ein Volltreffer. Das war's, Yugong.
Als nächstes kommt wieder Parasek. Wir bleiben bei Turtok. Sehr gut. Vulpix erreicht Level 35. Hurra! Und versucht Flammenwurf zu erlernen. Ja, geil! Okay, Flammenwurf möchte ich erlernen, aber ich möchte gerne den Konfu-Strahl behalten. Aber ich hätte auch gerne nicht nur Flammensachen, ich hätte auch gerne den Ruckzuck-Hip sozusagen. Rutenschlag. Glut. Rutenschlag oder Glut. Das ist echt schwierig. Aber ich glaube, ich wähle... Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich mache Glut weg. Flammenwurf gelernt. Super gemacht, Vulpix. So, Janera kommt als nächstes in den Kampf. Biss. Es macht Komprimator. Mist, ging daneben. Zweimal getroffen, aber wir treffen auch. Ja! Hehehe. 1000 Erfahrungspunkte, das ist echt geil, Leute. Trainerin wurde besiegt. Cool, du bist wirklich stark. Das sind wir. 1505 Erfahrungspunkte erhalten. Je härter die Kämpfe sind, desto stärker wirst du. Natürlich. So, hier machen wir mal Detektor. Hier ist nichts. Macholo! Das schafft Vulpix. Rutenschlag. So. Dafür braucht es auch keine Flammattacken. Das geht auch so. Oder auch nicht. Mit einem Angriff kann es das Macholo nicht mehr besiegen. Wir lassen das Vulpix also. Biss. Schade, naja. So, machen wir hier nochmal Detektor. Nichts. Und hier Detektor. Und ich weiß, da geht es nicht weiter, aber ich wollte das hier schon mal mit Detektor absuchen. Noch ein Macholo. Ein Karateschlag. Wir machen Biss. Super. So, machen wir hier mal Detektor. Nichts. Schön. Ich habe mich nur nach oben gedreht. Hier sind Level Macholos. Ein Volltreffer, das hilft dir auch. Mist, Turtok ist paralysiert. Egal. Schon wieder. Langsam wird es ein bisschen heftig. So, jetzt. So, hier Detektor. Und den schaffen wir noch. Man erzählt von einem Wunderkind. Das bin ich. Halt, bei dem hier bin ich in der roten Edition draufgegangen. Ich hoffe, das passiert mir hier nicht. Kokobai.
Wisst ihr was? Wir lassen Vulpix kämpfen. Vulpix, Flammenwurf. Sehr effektiv, aber leider hilft das nicht allzu viel. Hypnose, Mist. Vulpix schläft. Schade. So, dann machen wir jetzt... Machen wir Pipi. Komm, Primator. Na toll, 5-mal treffen oder was? 4-mal, okay. Blitz. Es trifft er trotzdem noch. 2-mal nur. Metronom. Konfusion, geil. Wow. Wieso trifft es die ganze Zeit? Mach mir Pfund. X-Angriff. Jetzt wird das Staccato noch schlimmer. Volltreffer, juhu. Nochmal X-Angriff. Okay, das war jetzt irgendwie dumm von dir. Denn jetzt ist es besiegt. So, aus, das kommt als nächstes in den Kampf. Wir wechseln nicht. Komm, Primator. Aus, das ist schneller. Aber macht zum Glück nur Superschall. Blitz. Panzerschutz. Naja. Metronom. Giftstachel. Lol, ich hoffe, es ist vergiftet. Nein, leider nicht. Schade. Dann versuchen wir mal, den Panzer zu knacken. Wobei, wir sollten hier wirklich öfter Metronom benutzen. Eisstrahl. Geil. Nicht geil. Fußkick. Geil. Wirbelwind. Na toll. Eine solch nutzlose Fähigkeit gerade. Blubber. Das hilft auch nicht wirklich viel. Können wir also sein lassen. Machen wir Metronom. Zerschneider! Kopflos. Wir kriegen nur normale Attacken irgendwie. Lol, aus, das ist ausgewichen. Hypnose, geil! Dann machen wir jetzt mit Pfund weiter. Solange er schläft. Er ist aufgewacht. Wir machen trotzdem mit Pfund weiter. Wir haben jetzt so oft Metronom gemacht und es hat einfach nichts getan oder getroffen. Egal, wir machen jetzt trotzdem mit Pfund weiter. Noch 2, vielleicht 3-mal. Ja, jetzt noch 2-mal. Durch den Panzerschutz können wir es jetzt nicht mehr besiegen. Oh, doch. Cool. Ein Arcani kommt. Wir wechseln nicht. Und machen Komprimator. Bodycheck, verdammt. Nein, Bodycheck, glaube ich, trifft immer, wenn man Komprimator benutzt. Blitz. Metronom, vielleicht kriegen wir eine Wasserattacke. Oh, geil. Geil, das habe ich mir schon so oft gewünscht beim Metronom, dass wir so eine Attacke mal bekommen. Auch wenn Pipi jetzt schläft. Bist aufgewacht. Pfund. Brille hilft dir nichts, Arcani. Ha, durch Blitz vermutlich daneben. Mist. Au. Der X-Angriff ist echt heftig. Aber jetzt ist es besiegt. Pipi erreicht Level 46, hurra!
Trainer wurde besiegt. Du bist das Wunderkind. 1505 Pokédollar erhalten. Hast du wirklich Giovanni vom Team Rocket besiegt? Ja, haben wir. Müssen wir Pipi jetzt austauschen? Nein, das passt an der Stelle. Top-Belieber gefunden. Super. So Leute, das war's dann aber auch für heute. Wir sehen uns morgen wieder in der roten Edition und übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao!